Die neue Champions League-Saison startet und gleich morgen am Dienstag starten wir um 18.45 Uhr mit unserem zweitbesten deutschen Verein, Borussia Dortmund, denn die haben es mit dem FC Kopenhagen zu tun. Und später am Abend kommt dann auch Leipzig zum Zuge gegen Schachtja Donetsk. Radek ist im Urlaub, heute dürft ihr mit mir Vorlieb nehmen und wir schauen uns gleich alle Spiele des Champions League Dienstags an. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, und mit Dortmund geht's los. Gleich um 18.45 Uhr passiert hin und wieder mal, dass das für mich zumindest attraktivere Team tatsächlich am frühen Abend spielt und nicht am späten Abend wie Leipzig. Mit Dortmund haben wir natürlich einen heißen Anwärter. Derzeit in der Bundesliga läuft's ja wirklich gut, außer dem Sieg gegen Bremen, den sie irgendwie verpasst haben nach 2-0-Führung. Auf jeden Fall, abgesehen auch von diesem Spiel, muss man sagen, hat Dortmund schon ein bisschen Probleme in der Offensive. Aber solange sie halt viele Spiele 1-0 gewinnen oder halt hinten raus wie gegen Freiburg die Tore schießen, dürfte denen das auch relativ egal sein. Auf der anderen Seite, denke ich, zeigen hier die Quoten schon, Dortmund ist haushoher Favorit. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, weil Kopenhagen kann ja wirklich auf Unentschieden bzw. auf Mauern gehen. Und Dortmund sollte eigentlich von Anfang an Druck machen, denn wir wissen, wer da noch in der Gruppe spielt vom BVB. Das ist Manchester City und der FC Sevilla, die ja später dann auch noch gegeneinander spielen werden. Und deshalb denke ich, dass Dortmund hier unbedingt gewinnen muss. Nicht nur deshalb. Jetzt gibt es ein paar positive und negative Indizien, die dafür sprechen, dass Dortmund gewinnt. Und positiv, sie haben bisher immer in ihrer Historie gegen Kopenhagen gewonnen. Natürlich auch noch nicht so oft gespielt. Ich glaube zweimal. Und die haben sie beide 1-0 gewonnen. Das würde auch passen zum bisherigen Bundesliga-Verlauf. Aber der FC Kopenhagen, für die ist es das fünfte Mal in der Champions League. Und die ersten vier Spiele einer neuen Champions-League-Saison haben sie nicht verloren, einmal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt. Quotenverhältnis ziemlich krass, da glaube ich, ist für mich keine Wette beim Asian Handicap. Die Line ist bei plus 1,5 auf Kopenhagen, ist jetzt auch nicht so spannend, auch wenn ich sage, mein Top-Tipp wäre tatsächlich 1-0 Sieg vom BVB. Defensiv scheinen sie ja stabil zu sein und wenn man deshalb auch auf die Ober- und Over-Under über Unterwette schauen, da hätten wir ein über 3,25 Tore, eine 1,9 und unter eine auch 1,9. Also das finde ich schon sehr interessant, bei dem Spiel auf Unter-Tore zu setzen, einfach weil ich glaube, Dortmund wird nicht wie blöd anrennen, weil es ein bisschen zu gefährlich ist, da sie nicht bisher so die Offensive gezeigt haben, die man vom BVB gewohnt ist. Ihr könnt euch auch bei Oddspedia natürlich anlegen. Jeder hat seinen Account. Ich mache jetzt hier mal meine Lieblingswette, bei dem, wie gesagt, also eigentlich kann man schon sagen, Dortmund gewinnt das. Das sagen auch 92% der Leute. Und bei über ist es 1,4er Quote, über 2,5. Gerade hatten wir über 3,25. Und bei unter eine starke 2,7, unter 2,5. Und das sagen nur 25% der Leute, auf der anderen Seite auch erst 4 Leute abgestimmt. Das nächste Spiel um 18.45 ist der FC Chelsea. Die haben es mit dem kroatischen Teilnehmer aus Zagreb zu tun. Dynamo Zagreb, hier krasse Außenseiter. Ich möchte zu diesem Spiel jetzt auch gar nicht so viel sagen. Tuchel hat ja schon den einen oder anderen Punkt leider in der Liga liegen lassen, wenn man denn jetzt für den Tuchel ist, beziehungsweise für den FC Chelsea. Und hier die 1,52 als erstes Gruppenspiel finde ich tatsächlich attraktiv genug und würde da ja mir schon überlegen, ob ich das nicht vielleicht in eine Kombi einbaue. Gibt einfach keine Gründe, die aus meiner Sicht für Zagreb sprechen würden. Lissabon gegen Maccabi Haifa, ganz interessant, wenn man hier die letzten 5 Spiele anschaut, dann haben alle beiden Teams zumindest länger schon nicht mehr verloren. Lissabon, letztes Jahr haben sie eine wirklich starke Champions League gespielt. Hier Maccabi Haifa kann ich fairerweise nicht wirklich viel dazu sagen. Alter Bekannter natürlich bei Lissabon, Roger Schmidt, der Trainer, der auch Julian Draxler geholt hat. Und Julian Draxler, der in Paris nicht mehr zum Zug gekommen ist, hat vielleicht jetzt nochmal die Chance auf die WM-Teilnahme durch eine sensationelle
Saison bei Lissabon, auch wenn ich da nicht mehr wirklich dran glaube, dass er berücksichtigt wird. Dann sind wir schon beim 21-Uhr-Spiel Celtic gegen Real Madrid. Beide konnten die letzten 5 Spiele gewinnen. Real Madrid, natürlich der amtierende Champions League-Sieger, hat hier auch eine wirklich interessante Quote von einer 1,6. Warum? Weshalb? Kann ich jetzt auch nicht sagen, ob man jetzt hier nicht Celtic vielleicht ein bisschen zu krass sieht oder ob man sagt, das ist, also aus Buchmacherseite, naja, Real erstes Spiel, was will man da schon erwarten? Die minus 1, eine Zweierquote, könnte man theoretisch sogar einmal machen, aber ich sage es euch ganz ehrlich, Real Madrid, einfacher Sieg, würde mir in dem Fall sogar reichen. Gibt es auch Anbieter mit einer besseren Quote. Und wenn man dann beispielsweise Real und Chelsea in eine Kombi setzt und dann die verliert, hat man zumindest nichts falsch gemacht. Man City, ja, schon 3 Unentschieden aus den letzten 5 Spielen. Die anderen großen Teams, in Anführungsstrichen, konnten das in der Liga nicht wirklich ausnutzen, aber wir sind jetzt nicht in der Premier League, sondern wir sind in der Champions League und dieser Titel fehlt Pep Guardiola natürlich noch mit City und Sevilla ist ja das Team, was sonst eigentlich immer in der Euroleague für Furore sorgt, haben hier eine Quote von 9,5, deshalb gehen wir gleich auf die Asian Handicaps und dann sehen wir schon, so stark die Siegquote auf Sevilla ist, desto enttäuschender ist auch dieses Handicap. Nur eine 2,08, wenn Sevilla mit maximal einem Tor verliert, mit einem Torunterschied. Und das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und demnach, ja, ich möchte jetzt Sevilla nicht stark reden, aber eine 1,4er-Quote auf City würde mir auch auf gar keinen Fall reichen, um dieses Spiel irgendwo anzuspielen. Bei Paris Saint-Germain gegen Juventus Turin haben wir auch natürlich krassen Favoriten mit Paris, die hier auch eine 1,37-Quote haben. Haben ja das Team eigentlich beisammen gehalten. Draxler nicht mehr dabei, aber das ist natürlich auch keine Schwächung. Und auf der anderen Seite die alte Dame, hier krasser Außenseiter. Ein Spiel, was ich auch nicht anspielen wollen würde, auch hier beim Asian Handicap. Ich glaube, da hat die Seite Juventus eher Value, dass ich sage, sie verlieren, wenn überhaupt, mit maximal einem Torunterschied. Denn Paris ist es uns noch so ein bisschen schuldig, dass sie in der Champions League überzeugen. Und gerade das erste Spiel gegen Juve, ja, ist vielleicht nicht so einfach. Wir gehen weiter zu Red Bull, aber diesmal noch nicht Red Bull Leipzig. Mit unserem Rasenballsport werden wir erst am Ende Vorlieb nehmen. Erstmal kommt es zwischen Salzburg und Mailand zu einem sehr, sehr interessanten Duell, weil wir wissen alle, dass Salzburg Champions League kann. Sie sind jetzt aber auch hier ordentliche Außenseiter. Auf der anderen Seite hat der AC Mailand auch gar nicht so eine uninteressante Quote. Da ist halt die Frage, hier haben wir eine relativ spannende Gruppe. Ich glaube, Chelsea wird mit Sicherheit als Gruppensieger durchkommen. Salzburg hat ja noch nicht wirklich in den letzten 2 Jahren gezeigt, dass sie anknüpfen können zu ihrer starken Performance im Covid-Jahr. Aber mit Zagreb gibt es dann ein Team, wo sie hoffentlich sich diesmal wenigstens für die Euroleague qualifizieren. Auf der anderen Seite läuft es ja gerade bei Leipzig nicht so gut und es gibt ja schon erste Gerüchte über neue Trainer, aber dazu gleich. Also, Mailand kann sich auf jeden Fall nicht erlauben, in Salzburg zu verlieren, hat mit einer 2,1 eine relativ interessante Quote. Und wenn ich auf dieses Spiel gehe, würde ich tatsächlich ein Unentschieden absichern wollen. Da zum Beispiel mit einem Asian Handicap 0 hat Mailand nur noch eine 1,5er-Quote. Leipzig fühle ich nicht den Sieg, ich glaube hier tatsächlich aber eher so auf ein 1:1 oder 2:2. Wir sehen bei Mailand der ein oder andere verletzt. Ja, nicht das spannendste Spiel zum Tippen, ehrlicherweise. Bei Leipzig gegen Donetsk muss man auch sagen, Leipzig hat ja in der Liga bisher noch gar nichts gezeigt. Das ist schon sehr bitter. Und trotzdem haben sie den Kader, den sie nun einfach mal haben. Jetzt ist es so, dass sie gegen Donetsk, ein erfahrenes Champions League-Team, was aber auch nicht mehr so tolle Ergebnisse gezeigt hat, schon der Favorit sind. Beim Asian Handicap werden wir aber dann bei einer plus 2 auf Donetsk aus meiner Sicht deutlich mehr Value sehen, weil
dem Team dürfte das Selbstvertrauen fehlen. Tedesco ist angeschlagen, hat auch schon verschiedene Systeme versucht, die nicht funktioniert haben. Im Hintergrund hört man noch jetzt tatsächlich, dass vielleicht Marco Rose anbandeln könnte, weil Eberl mag ihn zum einen sehr gerne, zum anderen wohnt er sowieso schon in Leipzig und er ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Trainer mit Stahlkraft, hat gute Arbeit in Gladbach gemacht, hat aus meiner Sicht auch gute Arbeit beim BVB verrichtet, wurde aber dann zu Unrecht gefeuert. Das ist aber vielleicht ein anderes Schlachtfeld. Dieses Schlachtfeld, auch wenn man dieses Wort vielleicht jetzt gerade nicht bei diesem Club Donetsk nehmen sollte, ist ein ganz anderes und ich traue hier Leipzig keinen Kantersieg zu. Also ich glaube niemals, dass die jetzt hier auf einmal alles beiseite schieben und Donetsk sich kampflos ergibt. Ich glaube nicht an 3-0, ich glaube nicht auf ein 3-1. Vielleicht wird es ein 2-0, vielleicht wird es ein 2-1, vielleicht wird es aber auch ein 0-0, 1-1 oder dass Donetsk sogar die Überraschung schafft. Deshalb sehe ich bei diesem Spiel tatsächlich in gewisser Art und Weise Value auf Asian Handicap Donetsk. Fassen wir mal zusammen, Dortmund hoffentlich, dass es ein Sieg wird. Dann haben wir noch die Kollegin aus Chelsea, die ich tatsächlich als meine Lieblingswette in Kombination mit Real Madrid nehmen würde. Und der Rest ist eigentlich eher so nicht tippbar. Vor allem nicht am ersten Spieltag. Deshalb freuen wir uns doch vor allem auf einen wunderschönen Champions League Dienstag. Lasst mir doch bitte eure Tipps da, die ihr spielen werdet, die ihr spielen wollt. Und dann schauen wir mal, ob am Mittwoch auch wieder der ein oder andere Value-Tipp vorhanden ist. Oddspedia, the Sports Betting Community.